Hallo Leute, herzlich willkommen. Mein Name ist Extreme Bug. Wir spielen Gothic 4 Arcania. Das ist mein erstes Let's Play und ich hoffe, ihr freut euch genauso auf das Spiel wie ich. Und ja, ich würde sagen, wir schauen als allererstes mal in die Einstellung, dass ihr wisst, mit welchen Systemvoraussetzungen wir überhaupt an den Start gehen. Anzeigen sind alle an, ist klar. Wir wollen ja wissen, was im Spiel passiert. Wir spielen in einer Auflösung von 1920x1080 in Full HD. Allerdings leider nur mit mittleren Details. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, aber mein Rechner schafft es nicht, ganz die Daten dann flüssig auf der Festplatte zu schaufeln. Und ja, wir wollen natürlich auch ein sauberes Projekt abliefern. Ich würde sagen, wir starten einfach mal durch mit dem Spiel. Wir spielen auf normal. Wenn uns das zu einfach oder zu schwer ist, was ich nicht hoffe, dann würde ich behaupten, können wir später noch an der Schwierigkeit ein bisschen was rumregeln, aber ich denke, wir werden schon Spaß haben. Midland brannte, denn Robert der Zweite war tot und sein Königreich zerfallen. Seine Krone war an einen Streiter Innos übergegangen, der sich Robert der Dritte nannte und geschworen hatte, das zerfallene Reich zu vereinen. Das Schicksal schien auf seiner Seite zu stehen, denn schon bald hatte Robert der Dritte den gesamten Kontinent erobert. Doch als er in See stach, um auch die südlichen Inseln zurückzuerobern, legte sich ein Schatten über den König und verfinsterte seinen Geist. Und als seine Truppen die Insel Argan erreicht und Sorniara erobert hatten, war es, als wäre Robas Geist nur mehr eine flackernde Kerze in tiefster Dunkelheit. Das Amulett. Wir müssen kämpfen. Kämpfen. Kämpfen! Robas Heerführer folgten seinem Befehl. Lord Hagen führte seine Männer in den Westen der Insel, während Lee in den Osten zog und die Königsstadt Setarif belagerte. Ja, so viel zur Einführung. Ein spannender Ladebildschirm. Ich finde, die Artworks sind echt schick gemacht hier. Ich hoffe, die Ingame-Grafik enttäuscht dann nicht so. Meistens ist ja so, Artworks sind erheblich besser als die Ingame-Grafik selber. Mal schauen. Mein König, ich bringe schlechte Neuigkeiten. Das kann doch nicht sein. Die Flotte, die wir entsandt haben, sind nicht mehr. Ruhe! Ich brauche Ruhe. Ja, man hat es gerade oben im Bild gelesen. Das hier ist Robert der Dritte. Ich würde sagen, der hat ein paar psychische Probleme, aber okay, jeder hat so seine Macken. Und, ja, wer wären wir denn, wenn wir ihm das nicht gönnen würden? Lass ihn doch Stimmen hören. Eigentlich sind wir ja nur neidisch, weil wir sie nicht hören. Ja, die Grafik gefällt mir so im ersten Moment doch relativ gut. Gothic war jetzt nie wirklich das Grafikwunder. Also zumindest die ersten beiden Teile, den dritten habe ich nie gespielt. Bisher nicht. Ich habe ihn nur noch irgendwo rumliegen. Und ich denke mal, auch da kann man irgendwann ein Let's Play draus machen. Aber ja, soll ja ziemlich verbuggt sein und drum habe ich mich da noch nicht so richtig rangetraut. Drücke E, um mit Menschen oder Objekten zu interagieren. Ich denke, das schaffen wir. Und wir machen einfach mal die Tür auf. Funktioniert ganz prima. Und da kommen auch schon die ersten Gegner. Linke Maustaste, um mit ausgerüsteter Waffe anzugreifen. Oder F, um Waffe oder Zauber wegzustecken. Okay, die fallen relativ zügig. Was mir gerade auffällt, wir haben weder Mana noch Lebensenergieleiste, wie man das eigentlich von Rollenspielen kennt. Das wundert mich gerade ein bisschen. Aber ja, die werden sich schon was bei gedacht haben, die Entwickler. Ah, der blockt die ganze Zeit hier. Jetzt nicht mehr, wir haben ihn. Haha. Das ist auch alles so total neblig hier drinne und wir starten hier relativ gut ausgerüstet mit Flammenschwert, Schild, dicker Rüstung. Ist ja schon ein bisschen komisch, storytechnisch. Oder was sagt ihr? Also ich kann dazu nichts sagen. Jetzt
blockt ja wieder. Wie gesagt, ersten, zweiten Teil gespielt. In der Story bin ich eigentlich auch noch relativ fit. Aber vom dritten Teil habe ich mir nur ein bisschen was angelesen. Könnte ich euch jetzt nicht wirklich viel zu sagen. Ich meine aber zu wissen, dass der König Robert der Dritte, mit dem wir hier gerade unterwegs sind, wohl der Held aus den ersten drei Teilen ist. Und meine auch irgendwo gelesen zu haben, dass man im vierten Teil eigentlich einen neuen namenlosen Helden spielt. Was man ja auch an Screenshots, Artworks und so weiter eigentlich relativ gut erkennen kann. Da der einfach total andere Gesichtszüge hat. Und auch wenn Gothic 1 und 2 schon mächtig in die Jahre gekommen sind, erkennt man trotz der, na sagen wir mal, etwas angestaubten Grafik noch sehr gut die Gesichtszüge. Und ja, wie hat der Held in Gothic 4 eigentlich mehr... Wow! Das da sieht schon etwas gefährlicher aus als die eingestaubten Knochen, die uns hier bisher attackiert haben. Aber ja, wir holzen einfach mal drauf los, würde ich sagen, und schauen, was da kommt. Wir sind zu spät, sagt er. Finde ich jetzt nicht. Draußen ist noch hell. Hier drinnen ist gut beleuchtet, also zu spät sind wir auf keinen Fall. Noch ist nicht dunkel. Ja, das sieht nur nach einem typischen Gothic-Bug oder Glitch aus. Oh, okay, er verschwindet. Sehr schön. Na gut. Ja, wie gesagt, das sah gerade irgendwie nach so einem typischen Gothic-Bug-Glitch aus. Weiß nicht, wer die ersten zwei Teile gespielt hat. Der weiß bestimmt, was ich meine. Also gerade so Bereich Mindcrawler oder Orks, ne? Kletterst mit deinem Helden einfach irgendwo auf den Felsen. Und die Orks und Mindcrawler und was es da nicht halt alles für Viecher gab, die kamen dann natürlich nicht hoch und du konntest schön von oben mit der Armbrust, mit Zaubern oder was auch immer, eine Rolle, cool, konntest du schön mit Armbrust und so weiter die Gegner abschießen, ohne dass die dich getroffen haben. Ja, jetzt können natürlich welche ankommen, der hat gecheatet, hoffentlich macht das hier nicht auch. Ja, was heißt cheaten, würde ich jetzt nicht sagen, auf keinen Fall eigentlich. Wenn man dann nur mal die Felsen hochklettern kann, denke ich, sollte man das auch machen. Und so konnte man halt dann auch Gebiete erforschen, die eigentlich noch nicht der eigentlichen Ausrüstung, dem Level oder dem Skill entsprachen. Und ich finde, das ist auch was, was die Gothic-Reihe so ein bisschen ausmacht. Open World ist klar, ja, bieten viele Rollenspiele, aber ich finde gerade bei Gothic macht es auch richtig Spaß, die Welt zu erkunden, gucken, was kommt. Und ja, was nicht so Spaß macht, was aber auch bei Gothic regelmäßig vorkommt, ist natürlich dann epische Fails, indem man einfach irgendwo von einem Schattenläufer oder was weiß ich, was noch alles hier für Viecher auf uns lauern, getötet wird. Also die Magier sind schon ein bisschen nervig, aber man kann ja ganz prima mit Rollen ausweichen. Ja, und anstelle zu blocken, nutzen die ihr Schutzschild. Der verarscht uns, Leute. Seht ihr das? Jetzt haben wir. Wir brennen. Jetzt nicht mehr. Ja, also ich habe auch das Gefühl, wir sind hier irgendwie so ein bisschen unsterblich oder so. Da hinten ist unser Kumpel wieder. Ja, weil wie gesagt, keine Lebensanzeige und bei dem, was wir schon an Feuerbällen und Schwerthieben eingesteckt haben, normalerweise kriegt man, naja, am Anfang eines Spiels aus den Latschen. Aber wir hauen hier mal weiter auf den Dämon ein. Wir sind immer noch zu spät. Nein, schon wieder zu spät, sagt er. Aber gut, ich finde, der hat jetzt eigentlich keinen Grund zu lachen. Weil der man hier... Ja, er haut schon wieder ab. Toll. Komm zurück! Komm zurück und kämpf mit mir! Es geht doch nichts über lange Zwischensequenzen, in denen man sehr viel von der Story erfährt, oder? Ah, das sieht schon anders aus. Da bist du ja. Ivy? Hast du wieder schlecht geträumt? Ja, von dem König in der Höhle. Das kommt davon, dass du den ganzen Tag schläfst. Bist du nur gekommen, um mich zu ärgern? Nein, mein Vater will mit dir reden. Roma? Was will er? Keine Ahnung. Er wartet im Dorf auf dich und ist ziemlich schlechter Laune.
Dann gehe ich wohl besser und red mit ihm. Ja, ich würde sagen, das ist unser Held. Den kennt man auch vom Cover. Wer das Cover nicht kennt, einfach mal googeln. Das Gesicht werdet ihr darauf garantiert wiederfinden. Und ja, das sieht auch schon eher so aus, als würden wir jetzt richtig mit dem Spiel beginnen. Unser Held scheint von König Robert III. Zu träumen. Was es damit auf sich hat, erfahren wir hoffentlich noch. Ich habe keine Ahnung, wie gesagt, ich spiele Gothic 4 zum ersten Mal. Und ja, die Ivy hier, das scheint ja irgendwie unsere Freundin oder so zu sein. Oder ja, auf alle Fälle stehen wir wahrscheinlich etwas näher. Sieht man schon an der Antwort, wie wär's mit einem Kuss? Wie wär's mit einem Kuss? Nicht jetzt, später. Ja, es war zumindest kein direktes Nein. Und ja, du hast einen Auftrag erhalten. Drücke L zum Öffnen der Auftragsliste und überprüfe deine Ziele. In der Auftragsliste kannst du jederzeit deine jederzeit deine derzeitigen und erlegten Aufträge einsehen und dich über bereits besiegte Kreaturen informieren. Wenn du dich auf einen bestimmten Auftrag konzentrieren möchtest, markiere ihn, um alle zugehörigen Markierungen hervorzuheben und Pfeile an der Minimap zuzuschalten. Sehr schön, wir haben eine Minimap oben in der Ecke, wie ihr vielleicht seht. Und das ist eine Neuerung, die gefällt mir schon mal sehr gut, weil wer Gothic 1 und 2 gespielt hat, der weiß, du rennst zu irgendeinem Händler, kaufst dir eine Karte, bekommst einen Quest. Du musst dort und dorthin. Dann machst du die Karte auf, erahnst, wo du bist, erahnst, wo dein Questziel ist und dann find dich zurecht. Es hat natürlich sehr schön in die Atmosphäre gepasst und war damals auch zeitgemäß, aber das heute so zu spielen, ist halt doch ein bisschen nervig, wenn man es anders gewohnt ist. Und ich muss auch sagen, die Grafik enttäuscht mich nicht. Ich finde sie wirklich Gothic-typisch. Und ja, wie gesagt, wir spielen nur auf mittleren Details, aber ich finde die Grafik trotzdem gut gelungen. Über die Wasser kann man sich natürlich streiten. Ja, ich meine, das Spiel ist auch kein Crysis oder so. Das darf man nicht vergleichen. Aber für Gothic echt in Ordnung. Und ja, schauen wir mal hier in unsere Hütte. Die ist sehr übersichtlich dekoriert. Aber immerhin haben wir ein Bett. Wir schlafen ja auch gerne, wie wir schon erfahren haben. Und eine Truhe. Drücke E zum Benutzen. Tun wir. Was finden wir da Schönes? Wir finden Äpfel. Hanfbandagen. Okay. Und ein kurzes Messer. Das sacken wir einfach mal alles ein. Und dann würde ich sagen, schauen wir einfach mal, was uns Ivys Vater zu sagen hat. Am unteren Bildschirmrand befinden sich Balkenanzeigen für Ausdauer gelb, Gesundheit rot und Mana blau. Ausdauer und Mana werden für mächtige Nahkampfangriffe und Zauber benötigt. Wenn deine Gesundheit auf 0 reduziert wird, ist dein Abenteuer zu Ende. Ja. Gut, dass sie es sagen. Hätte man so jetzt nicht vermutet, aber okay. Ich finde ja auch die Landschaft, oder besser gesagt, das Dorf hier fügt sich prima in die Landschaft ein. Wer so ein bisschen auf Mittelalter steht, würde ich fast behaupten, hier würde ich mich auch niederlassen. So schön an der Küste. Wenn mal nichts zu tun ist, setzt man sich gemütlich an den Strand, angelt ein bisschen, bleibt in der Landschaft hängen. Oh, noch eine Kiste. Das ist das, was ich in Gothic meine. Es lohnt sich, immer rumzuschauen. Man findet immer irgendwo was. Meistens stehen Kisten oder so rum, gerade in solchen alten Ruinen. Da finden wir auch unser erstes Gold, unsere ersten Pfeile, noch mehr Äpfel und Almas bestes Elixier. Hält frisch und gesund und hilft bei Schnitten, Prellung, Ausschlag, Warzen, Mückenstichen und Durchfall. Okay. Ich hoffe, die Rollenspielelemente in dem Spiel kommen nicht allzu sehr zu tragen. Und, was hast du im letzten Wochenende gespielt? Ja, Gothic. Aber mein Charakter hat das ganze Stunden Durchfall. Ja, passt nicht ganz so. Okay, hier sitzt ein Ork rum. Der Ork redet mit uns, der Ork scheint uns zu kennen. Sind anscheinend hier keine Sklaven mehr oder keine Gegner mehr. Waren ja im dritten Teil, soweit ich weiß. Die hatten ja die Insel so ein bisschen erobert. Oder nicht die Insel, den Hauptkontinent. Oh, wie hieß der? Ich glaube Myrtana. Die ersten zwei Teile spielen ja auf Coronis, auf der Gefängnisinsel und der dritte Teil spielt dann auf dem eigentlichen Kontinent. Und ja, da hatten ja die Orks den Krieg eigentlich so ziemlich gewonnen. Du konntest dich als Mensch wohl den Rebellen anschließen oder halt als Söldner für die Orks arbeiten. Also die Landschaft hier gefällt mir doch echt gut. Auch das Dorf
sieht echt gemütlich aus. Also ich selber stehe ja schon so ein bisschen auf Mittelalter und ich glaube, hier hätte ich auch gerne gewohnt, wenn ich zu der Zeit gelebt hätte. Und das sieht aus wie Ivys Vater und mit dem reden wir jetzt erstmal. Was treibst du hinter meinem Rücken? Oh, du meinst wegen... Das kann ich erklären. Ach ja? Ich will einfach nur was lernen. Ich glaub, mein Schaf tanzt. Halt dich von meiner Tochter fern. Von deiner Tochter? Oh, Ivy, natürlich, wir wollen keusch bleiben, bis wir verheiratet sind. Wir lernen, ein anständiger Mensch zu werden. Du willst meine Tochter heiraten? Ich liebe sie und sie liebt mich. Pah, Liebe. Wenn du Ivy heiraten willst, musst du 3 Prüfungen bestehen, wie es Sitte ist in meiner Familie. Okay. Mal ehrlich. Wir wollen keusch bleiben, bis wir verheiratet sind. So sieht er nicht aus und Ivy sah auch nicht so aus. Aber ich denke, das beurteilen wir lieber nicht. Wir bekommen 3 Prüfungen und schauen mal, was wir uns damit aufhalsen. 3 Prüfungen? Gut, was soll ich als erstes tun? Du weißt, wo Melgans Grab ist? Im Norden von hier, gleich hinter Knuts Farm. Richtig. Steig in die Gruft, nimm Melgans Dolch von seinem Grab und bring ihn mir. Das klingt ja erstmal relativ einfach. Rein ins Grab, Dolch nehmen, wieder raus. Aber wer Gothic kennt, der weiß, dass es normalerweise in solchen Gräbern von Skeletten, Untoten, Spinnen und ähnlichen wimmelt. Und wahrscheinlich werden wir auf dem Weg dahin noch ein paar Scavenger erledigen müssen oder so. Und ja, schauen wir einfach mal, was da kommt. Aber ich würde sagen, diese Quest schauen wir uns in der nächsten Folge an. Tschüss!